Das Promi-Geflüster, wieder zurück aus Mallorca. Wir waren unterwegs mit den Schlagersternen und ja, immer wieder sonntags, hat natürlich im Mai auch wieder begonnen. Und wer es weiß, immer wieder sonntags, da gibt es die Sommerhitparade. Und ja, seit letztem Jahr sind ein paar neue Regelungen da in Kraft getreten. Jedes Mal wird ein neuer Herausforderer sozusagen ausgelost unter den feststehenden 12 Interpreten, die da sich ins Rennen wagen. Und heute darf ich euch hier eine junge Sängerin vorstellen. Sie kommt auch ja, gar nicht so weit entfernt von mir, nämlich in Hechingen ist sie zu Hause. Und sie wird am kommenden Sonntag dabei sein. Maria Linda heißt sie und ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Hallöchen, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Genau, und Hechingen, klar, ist im Schwäbischen, deswegen, wir könntet eigentlich auch Schwäbisch schwätzen, oder? Könnten wir ja. Ich könnte es auf jeden Fall hinbekommen. Genau, aber wir lassen doch mal ein bisschen auch die ganze Republik hier da sozusagen auf uns wirken und versuchen natürlich da jedem gerecht zu werden. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du dabei sein darfst bei Immer wieder sonntags. Das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, ne? Vielen Dank, ja, also überhaupt nicht selbstverständlich und ich freue mich da total drüber. Ich durfte ja schon am 7. Mai das erste Mal dort auf der Bühne stehen mit allen Kandidaten und es war so ein tolles Gefühl. Es ist echt, also man fühlt sich da so besonders auch auf dieser Bühne und ich freue mich, dass ich da am Sonntag meinen Titel performen darf. Ja, dein Titel, du hast ihn mir am Anfang verraten, der heißt Adrenalin. Also ich glaube, das Adrenalin, das steigt generell dann am Sonntag, oder? Wie aufgeregt bist du? Definitiv. Also ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der immer erst aufgeregt ist, wenn es soweit ist. Also vielleicht einen Tag vorher noch, zwei vielleicht auch noch, aber ich spare mir das so immer bis zum letzten Tag an. Aber dann, also wenn ich dann auf der Bühne sein werde, da werde ich auf jeden Fall aufgeregt sein. Also ich würde lügen, wenn ich sage, es ist nicht so. Aber es wäre ja auch komisch, es gehört dazu. Und wenn man aufgeregt ist, dann zeigt es ja auch irgendwie, dass es einem wichtig ist. Ganz genau. Und natürlich auch der Respekt vor dem Publikum ist es ein Stück weit auch. Natürlich, ganz klar. Ja, wenn ich das jetzt so mitbekommen habe, du bist eigentlich noch ein recht junges Mädchen, sage ich jetzt mal, also noch recht frisch in der Branche. Wie lange machst du denn schon Musik? Also klar, Musik an sich, ich singe ja schon super gerne, seit ich reden kann sozusagen, aber habe mich nie so wirklich getraut, vor Menschen zu singen und deshalb mache ich das mit der Musik so professionell eigentlich erst seit 1,5 Jahren. Also das ist ja wirklich noch recht frisch sozusagen und 1,5 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, dann jetzt oder auch richtig gelesen habe, glaube letztes Jahr war aber auch im Fernsehgarten schon mal zu Gast gewesen, oder? Also 2021 war das. Oder da 21, war ja. Genau, ist auch schon 2 Jahre her, Wahnsinn. Mhm. Da war ich das erste Mal im Fernsehgarten und das war aber auch wirklich meine erste Erfahrung, nicht nur im Fernsehen, sondern wirklich auch so richtig auf einer großen Bühne. Mhm. Und was ist dann in dieser Zeit so als alles passiert bis jetzt? Was hast du gemacht? Also in mir ist ganz viel passiert. Das als erstes. Also ich habe wirklich, als ich dann im Fernsehgarten war, wirklich gemerkt, dass mir das so viel Spaß macht und dass ich das jetzt professionell machen möchte. Und seitdem habe ich jetzt tatsächlich schon 4 eigene Songs rausgebracht mit einem ganz tollen Produzenten, der die für mich komponiert und mit einer ganz tollen Songwriterin und oder auch anderen Songwriterinnen und Songwriter, die für mich schreiben und mit mir schreiben. Und und im Oktober erscheint dann auch schon das erste Album. Okay, also dann können wir uns dann schon auf was Großes freuen. Du sagst mit Singer-Songwriterinnen und so weiter, also du hast dazu schon auch Mitspracherecht, was so der Inhalt von deinen Titeln immer so ist. Also definitiv. Mir war es von Anfang an wichtig, meine Geschichte zu erzählen und das auch in die Songs reinzupacken. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe so ein tolles Team um mich rum, die wirklich immer auch darauf achten, das rüberzubringen, was ich rüberbringen möchte. Und ja, da sprechen wir immer drüber. Und ich sage, in dem Song soll es jetzt um das und das Thema gehen.
Und dann schreiben wir da fleißig und da kommt immer wirklich was raus, wo mich selbst berührt. Und ich hoffe immer, dass ich auch die Menschen da draußen damit berühren kann. Ja, auf alle Fälle. Dann sind es natürlich auch die Auftritte, die wichtig sind. Ich meine, klar, das kommt jetzt dann alles mit der Zeit, wenn man dann entsprechend auch ein Programm beisammen hat, dann wird es auch entsprechend mehr. Kann man dich auf der Bühne irgendwo schon sonst auch erleben? Also tatsächlich, klar, habe ich hier in der Region immer mal wieder Auftritte, wo ich gebucht werde. Ich habe ja auch eine Kooperation mit AWG Mode. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Und genau, da habe ich letztes Jahr ziemlich oft aufgetreten. Das wird dieses Jahr sicherlich auch passieren. Aber so das Größte, abgesehen von immer wieder sonntags, ist jetzt im Juli am Klutensee beim Schlager Open Air. Da werde ich zu sehen sein, ja. Okay, was gibt's da für ein Programm? Wer ist dann alles dabei? Also da sind auch andere Künstler von Fiesta Records, also von meinem Label zu sehen. Und die Annemarie Zimmermann, wenn ich mich nicht täusche, die wird auch dort sein. Ja, also es wird ganz, ganz toll und groß. Und da bin ich schon aufgeregt tatsächlich auch. Und da freue ich mich riesig drauf. Das kann man bestimmt irgendwo auch alles nachlesen. Du bist bestimmt auch bei den Social Medias ganz stark vertreten. Genau, genau. Also ich bin ganz arg auf Instagram und TikTok unterwegs, auch auf Facebook natürlich. Ich habe eine eigene Homepage, wo man vorbeischauen kann, wo man auch immer up to date ist. Aber wenn man wirklich so verfolgen möchte, was ich so tue, dann ist Instagram auf jeden Fall der beste Weg. Und da einfach Maria Linda eingeben, oder? Genau, marialinda.official. Official. Okay, ja, das werden wir doch auf alle Fälle machen. Na, folgen wir uns dann nachher und ja, super, bleiben auf alle Fälle in Kontakt. Definitiv. Jetzt ist es natürlich so, der André Frank, der ja dein Herausforderer ist, ja, ich glaube, das wird eine harte Nuss zu knacken, oder wie schätzt du es? Also ich schätze alle Kandidaten als harte Nuss ein, weil man muss natürlich auch sagen, man steckt nicht im Publikum drinne. Also natürlich denke ich, habe ich einen tollen Song, aber den haben auch die anderen Kandidaten. Und ich werde alles geben, um die Zuschauer von mir und vom Song zu überzeugen. Und am Ende entscheidet dann das Publikum. Und ich glaube, ja, es ist einfach, man kann nicht wissen, welcher Song dann wirklich den Menschen gefällt, weil ich denke, da zählt auch wirklich das Gesamtpaket. Und ich freue mich. Also ich freue mich, gegen den Frank anzutreten. Für mich ist es auch überhaupt nicht so, dass man da irgendwie als Konkurrenten hingeht, sondern wir müssen Spaß haben. Das bringt die Musik mit sich und wir wollen die Leute bespaßen und das zählt am Ende. Das stimmt, genau. Und jetzt darfst du unsere Fans, unsere Zuschauer und natürlich auch deine Fans noch ein bisschen mobilisieren. Was müssen sie denn tun am Sonntag? Klar, zum Telefon greifen und... Jetzt bist genau, du sie müssen auf jeden Fall reinschalten. Also es wäre toll, wenn die Zuschauer zwischen 10 und 12 Uhr bei ARD einschalten. Da werde ich dann zu sehen sein mit meinem Song Adrenalin. Und ich hoffe und ich werde mir ganz arg Mühe geben, wirklich eine tolle Show abzuliefern. Und dann hoffe ich, dass alle fleißig für mich anrufen, damit ich auf jeden Fall noch mal eine Runde weiterkomme. Genau, also eine Runde weiter. Das muss auch auf alle Fälle drin sein. Vielleicht dann aber auch eine Runde zwei weiter, drei Runden weiter, vier Runden weiter. Ja, bis zum September einfach durch, immer durchhalten. Einfach durch für mich anrufen wäre natürlich optimal. Also ich sage natürlich, es geht von Sendung zu Sendung und ich möchte auch die Zuschauer überhaupt nicht irgendwie nerven oder so. Also die sollen es natürlich aus freien Stücken machen und ich hoffe, sie machen es, weil sie mich gut finden. Aber das Ziel ist natürlich zu gewinnen. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir reicht dieser eine Auftritt. Also ich möchte den Sieg nach Hause holen ins Schwabenländle und hoffe natürlich, dass ich die Herzen für mich gewinnen kann. Genau, dann können wir zusammen groß feiern. Das machen wir dann auf alle Fälle. Das ganz machen genau. Wir auf jeden Fall. Jetzt natürlich muss man doch mal fragen, Hechingen und Musik und so weiter, italienische Wurzeln oder ein italienisches Flair bei dir. Da gibt es noch einen Italiener, der aus Hechingen ist. Echt? Tatsächlich, irgendwie kennst du ihn oder schon mal getroffen? Oder ja, also natürlich. Welche Beziehung habt ihr vielleicht? Natürlich kennt man sich, also auch unsere Familien kennen sich noch von früher. Ich war ziemlich klein, muss ich sagen. Deswegen hat Giovanni Zarella mich glaube ich, gar nicht mehr so gekannt.
Und so richtig wieder ins Gespräch kamen wir dann durch die Schlagacademy von ihm praktisch. Da war ich ja dann mit dabei im Fernsehgarten. Und da habe ich dann alte Bilder ausgegraben und habe gesagt, hey, schau mal, das bin ich, erinnerst du dich noch? Und dann kam es ihm auch so langsam und ja, irgendwie liegt es wohl an der Stadt, ich weiß es nicht. Warum nicht? Genau, Burg Warum? Hohenzollern, die ist ja auch gleich dann, wenn man dran vorbeifährt, die sieht man, ob man will oder nicht. Ne? Ganz genau. Also, ich denke mal, es dürfte ein gutes Zeichen sein. Also, italienische Schlager, das ist ja sowieso das, was gerade ziemlich gut ankommt. Darüber hinaus, Italienisch, was überwiegt bei dir mehr? Italienisch oder Schwäbisch dann? Von was? Also von meiner Mentalität. Ja. Und auch vom Dialekt her? Ich muss schon sagen, es ist eine gute Mischung. Also im Herzen wirklich bin ich schon Italienerin, muss ich schon sagen. Aber natürlich bin ich auch Schwabin. Also definitiv, ich bin hier aufgewachsen und das ist für mich genauso zu Hause wie Italien. Und ja, ich liebe es, auf Italienisch zu singen, das muss ich zugeben. Also das fühle ich einfach wirklich ganz, ganz arg, weil ich die Sprache auch so toll finde. Aber genauso liebe ich es, auf Deutsch zu singen und ich versuche einfach beides irgendwie zu vereinen und die Leute so ein bisschen in diesen italienischen Bann zu nehmen. Ja, sehr gut. Ja. Freuen wir uns dann. Also da dürft man dann wahrscheinlich auf der CD vielleicht dann auch was mitbekommen, oder? Also klar, das Album wird natürlich gemischt sein und da wird es auch Songs geben, die komplett auf Italienisch sind. Aber auch komplett auf Deutsch oder auch eine Mischung. Also da ist auf jeden Fall alles mit dabei, was mich so ein bisschen widerspiegelt. Und ich hoffe, am Ende gefällt es den Menschen. Ja, das denke ich doch auch oder hoffe ich doch auch, genau. Und wünsche Dankeschön. dir natürlich auch von ganzem Herzen, dass Vielen das Dank. wirklich aufgeht. Aber Also ich muss egal. sagen, wir arbeiten wirklich hart dafür und geben uns super viel Mühe. Und ich denke, das wird man am Ende auch raushören. Genau. Also Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr ARD einschalten und dann die Sommerhitparade genau aufpassen, wann der Start ist, dass man auch die richtige Telefonnummer wählt am Ende. Die Ja. Startziffer wissen wir noch nicht. Wissen wir noch Eins nicht, oder erfahren wir zwei, erst in der eins oder Sendung. zwei, eine wird sein. Und dann kann es eigentlich losgehen. Was mir aufgefallen ist bei der Sommerhitparade dieses Jahr, als die Kandidaten alle vorgestellt wurden, diesmal ist nichts Volkstümliches dabei. Nicht? Nein, kein, also zumindest kein junger Mann, der immer mit einer Steirischen da mal hier aufmischt. Das stimmt tatsächlich. Ja. Komisch. Ja. Aber ich muss sagen, es sind wirklich total durchgemischte Kandidaten. Also das muss ich schon Definitiv. sagen, dass wirklich von allem was dabei, von der Musik, aber auch so vom Erscheinungsbild. Also ich glaube, es wird nicht langweilig. Nee, definitiv. Also ich glaube auch, dass man da wirklich sich auf was freuen darf noch, auf die Ja, doch. restlichen Kandidaten. Genau. Na, sehr schön. Dann kann ich dir jetzt, wie gesagt, nur ganz, ganz fest für den Sonntag die Daumen drücken, dass das wirklich Vielen Dank. so aufgeht für dich, wie es du dir wünschst. Und Dankeschön. dann hoffentlich machen wir noch einen zweiten Step irgendwann mal. Und dann Egal. aber live beieinander, damit wir Genau, uns egal wie es kennenlernen. ausgeht, dann treffen wir uns live, entweder erstmal in Super Hechingen gerne. oder dann nach Reutlingen. Also da wird uns bestimmt noch ein bisschen was einfallen. Sehr gerne. Es war ganz toll bei dir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bitte gerne. Und ja, auf jeden Fall alle unbedingt einschalten und zuschauen. Ich freue mich, für euch aufzutreten und ich hoffe, ihr ruft für mich an. Genau, Maria Linda, den Namen gut merken. In diesem Genau. Sinne sage ich herzlichen Dank und wünsche Danke allen dir. Zuschauern noch ein schönes bevorstehendes Wochenende. Und zwei Kandidaten haben wir noch aus unseren Schlagersternen, die ihr jetzt in nächster Zeit nochmal sehen könnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.